Ja, wir sind hier auf dem Toshiba-Stand und das haben wir noch nie erlebt hier. Hier stehen die Schlange seit morgens früh schon und das die ganze Zeit. Frank Eschholz neben mir, Produktmanager für Flachbildfernseher, ne? Ja, für TV, DVD, Blu-ray, alles was. Alter Hase, wir kennen uns schon lange. Wir haben gemeinsam damals HD-DVD gemacht. Ja, das ist ein anderes Thema, aber war aber eine super Geschichte. Ich nutze ihn heute noch. Danke. Und jetzt habt ihr hier euer neuestes Baby, auf das ihr zu Recht richtig stolz seid. Genau, das ist der 55ZL2 für 3D ohne Brille. Das ist wirklich die absolute Weltpremiere hier von Toshiba. Und wie der Patrick gerade sagte, wir haben hier Schlangen ohne Ende, das bricht gar nicht ab und am liebsten würden die Leute sogar noch bis nachts bleiben. Und ja, das Tolle ist, es ist nicht nur ein 3D-Fernseher ohne Brille, sondern man kann ihn auch für 2D nutzen und dann umschalten auf nahezu 4K. Wir sagen nach Quad Full HD, also viermal die Full HD-Auflösung. Und das ist natürlich sehr beachtlich. Ja, das kann ich bestätigen. Wir haben es also draußen gesehen. Draußen läuft ja in der 2D-Variante. Das ist enorm, was dieser Scaler, und da ist ja einiges an Technik drin. Mit so viel Technik sind die früher nicht zum Mond geflogen. Da stecken ja zwei Zell-Prozessoren, glaube ich, drin. Ja, Zell gibt es nicht oder mehr. Ja, das ist ein Toshiba-Prozessor, okay, der von Toshiba Electronics entwickelt wurde, der auch in dem aktuellen Line-Up schon einmal eingesetzt wird, jeweils pro Fernseher einmal. Das ist ein 7-Kern-Prozessor mit integriertem Speicher und. Also ist ein wirklich rasantes Pferd, ein Rennpferd. Und davon haben wir zwei drin. Einmal einen für die 3D-Geschichte und den anderen brauchen wir für die anderen Spielereien, die wir sonst noch anbieten. Zum Thema 3D ohne Brille. Ihr habt da einige besondere Prinzipien in diesem Gerät integriert. Vielleicht mal das Grundprinzip kurz erläutert. Ja, es handelt sich hier um lentikulare Systeme, also ein Linsenraster, was aus Flüssigkristallen besteht. Und durch Anlegen einer Spannung können wir diese Flüssigkristalle nach einer bestimmten Richtung stellen, sodass sich diese Linsen ergeben und damit das Licht aufsplitten und für jeden Betrachter neuen Views erzeugen. Jeder Betrachter bekommt diese neuen Views im Abstand von 6,5 cm, also im Augenabstand, zugespielt. Und das Ganze machen wir sogar fünfmal. Also dadurch rechnerisch haben wir 45 Views. Also man kann sich dann auch mit zwei Fußballmannschaften vor dem Fernseher legen und setzen und es passt. Ja, das kann ich bestätigen. Wir haben zwar hier ein kleines Kino, wo in Anführungsstrichen nur drei Leute sitzen, aber es wäre wirklich kein Problem, hier mit der ganzen Familie, die aus wie vielen Köpfen auch immer bestehen würde, hier zu gucken. Das System wird einmal kalibriert, richtet sich also einmal auf den Personenkreis ein. Richtig, das passiert einfach so, dass wir durch eine Gesichtserkennung die Person ermitteln, den nächsten und den weitesten Abstand, bevor wir den Film schauen. Das machen wir mit dem Druck auf die Fernbedienung und das passiert dann einmal. Solange ich die Stühle bzw. die Sessel im Wohnzimmer oder im Heimkino nicht verrücke, ändert sich da auch nichts dran. Die weitere Ausstattung, wir haben die Möglichkeit, eine Festplatte anzuschließen, Sat-Empfänger ist eingebaut, also da ist alles, was so... HBW-TV, Video on Demand mit Toshiba Places, es ist jetzt Facebook integriert, also eigentlich alles, was das Herz begehrt, bieten wir an. Und festzuhalten, es ist ein perfekter 2D-Beamer, oder Beamer sage ich schon, Gott, wir reden ja über Beamer den ganzen Tag, also Fernseher in dem Fall, der eben dann auf Knopfdruck die 3D-Wiedergabe machen kann von 3D-Inhalten, er kann aber auch errechnen. Ja genau, der macht ein Upscaling mit Toshiba's Resolution Plus Technologie. Da kann ich einen ganz normalen Content draufgeben, egal von wo er kommt. Am besten ist natürlich auch mit Blu-ray, da ist das Scaling nicht ganz so kompliziert. Aber er macht auch aus mittelprächtigen DVB-T-Content noch ein ansehnliches Bild. Und besonders toll ist es natürlich, wenn ich ihn einsetze als ganz normalen Monitor für Stehbilder, weil ich eine 8-Megapixel-Kamera oder größer habe, kann ich auf dem Fernseher nativ 8-Megapixel-Bilder anzeigen. Und das ist wirklich... Da freuen sich die Fotofreunde. Endlich sehen die mal ihre Bilder. Ja klar, da haben wir draußen den Standbilder, unglaublich fantastisch in dem Fall. Okay, der Fernseher wird verfügbar sein in welchen Größen? Erstmal 55 Zoll und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Das ist im Augenblick noch top secret. Mhm. Aber er wird verfügbar sein noch in diesem Jahr, nämlich ab Dezember. Also es kann noch ein Weihnachtsgeschenk werden. Man sollte das beobachten. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und das wahrscheinlich auch in Kürze mal demonstrieren. Vielen Dank, viel Erfolg noch. Ja.